Willkommen auf der RehaCare 2011, die in wenigen Minuten ihre Türen öffnet. Mehr als 750 Aussteller präsentieren in 6 Messehallen innovative Produkte, unter anderem aus dem Bereich Alltagshilfen, Therapie und Reisen. Doch was erwarten die Besucher von der RehaCare? Fragen wir sie doch einfach selbst. Darf ich euch mal was fragen? Was erwartet ihr jetzt von der RehaCare? Wir würden ganz gerne mal uns die Hilfsmittel ansehen, die man auch im Alltag braucht. Wir machen eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und wir erwarten ganz viel Neues. Einfach hier zu gucken, was es an Verbesserungen gibt, was es für Rollstuhlfahrer Neues gibt. Worauf freuen Sie sich besonders? Ja, ich lasse mich überraschen. Ich suche eigentlich Hilfsmittel fürs Alter und hoffe, dass ich so ein bisschen fündig werde. Bequem aus der Wanne wieder hochzukommen und was da so ist. Ich bin Lehrer an einem Berufskolleg und wir sind heute mit 2 Schulklassen hier. Die haben so ein paar Aufgaben bekommen, die sie hier erledigen sollen, ja. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was Sie auf die RehaCare führt. Ja, wir wollen uns Dinge angucken, die uns als Betriebsräte helfen, den Kollegen, Kolleginnen, die eingeschränkt einsatzfähig sind, Hilfsmittel an die Hand zu geben. Wir arbeiten im Krankenhaus und machen Entlassmanagement und deswegen ist es für uns ganz interessant zu wissen, welche Neuigkeiten es gibt, wie so Stand der Dinge ist bei Demenzkranken oder bei Schwerbehinderten. So, wir wollen uns einfach mal inspirieren lassen. Ich bin das erste Mal hier und ich habe schon viel gehört von unseren Kollegen und ja, das interessiert mich schon alles. Ich mache das jetzt persönlich zum ersten Mal, aber das ist bei uns an der Schule schon so, dass die jedes Jahr hier hinfahren, die Klassen. Dann wünsche ich Ihnen heute ganz viel Vergnügen und dass Sie Ihre Schüler unter Kontrolle halten. Ja, vielen Dank.